Hi Lesende, mein Name ist Melanie, ihr seid bei Seitenreise und ich habe Lust zu vloggen. Und vor allem ist dieses Wochenende ein bisschen was los. Wir haben heute den 31. März, heute feiern wir den Geburtstag von meinem Partner nach und am Sonntag habe ich Geburtstag. Außerdem lese ich als Nachfolgeintention der Holy-Sapphic Trifecta gerade die Oleander's Sword und ich habe schon wieder Redebedarf. Also ich bin jetzt auf Seite 132 und gerade gab es ein Kapitel, wo ich einfach nur so war. Wait, what? Really? Deshalb habe ich mir gedacht, ich nehme euch ein bisschen mit. Ich würde einen kurzen Lesevlog vielleicht halt wirklich so über das Wochenende machen, weil nächstes Wochenende an Ostern ist ein Lesemarathon mit ein paar anderen BooktuberInnen, mit denen ich bereits jetzt schon seit fast einem Jahr alle 2 Monate einen Reading-Lesemarathon mache. Und den würde ich auch gern dieses Mal wieder vloggen. Und ja, dementsprechend ist es ein bisschen convoluted, aber ich habe einfach Bock. Also damit müsst ihr jetzt leben. Ich hoffe, ihr könnt damit leben. Und wie gesagt, also hier gab es gerade ein Kapitel, das auch nicht einer Perspektive zugeordnet war, was dann erstmal so war, okay. Und wo ich instant, sobald ich es gelesen habe, tausende Vermutungen hatte. Es bringt nochmal eine neue Ebene rein, die ich kaum erwarten kann, weiter zu erkunden. Wir folgen hier weiterhin Malini, der Prinzessin, die ja gefangen genommen wurde im ersten Band, weil sie gegen ihren Bruder, der auf dem Thron sitzt, intrigiert hat. Beziehungsweise, das wusste er nicht mal, aber na, auf jeden Fall hat dieser sie brennen sehen wollen und sie hat gesagt, nö, ist nicht das, was ich möchte und es ist auch nicht das, was sich richtig anfühlt. Also ich meine, ich glaube, auch wenn diese Religion des Bruders hier suggerieren möchte, dass es Frauen gibt, die freiwillig und frohgemut auf dem Scheiterhaufen sich verbrennen lassen, wegen der Religion, ich habe meine Zweifel. Und Bria, die eine Magd ist, aber auch noch eine Vergangenheit hat als Tempelkind und magische Fähigkeiten besitzt. Und im ersten Band geht es dann auch viel um eine Revolution und jetzt um die Folgen der Revolution und was weiterhin agiert, um diese Geschichte, diese Wege der Frauen weiterzuführen. Und was mir hier direkt aufgefallen ist, ist, dass dieses Thematische des Feuers weiterhin eine riesige Präsenz hat. Es heißt ja auch The Burning Kingdoms als Reihentitel und im ersten Titel war Feuer eigentlich eine Konstante und hier ist es jetzt nicht ganz so krass, aber es hat trotzdem immer noch diese ständige Präsenz so im Hintergrund, vor allem bei der einen Perspektive. Und das finde ich als durchgehendes Thema super spannend. Wie gesagt, ich werde jetzt weiterlesen, ich nehme euch auch ein bisschen mit und dann später werde ich aufbrechen, so in spätestens einer Stunde. Und ja, es stürmt heute, es ist sehr wechselhaft, weil gerade ist die Sonne wieder draußen, gerade hat es noch geregnet ohne Ende. Wir haben noch nicht April. Nichts gegen meinen Geburtstagsmonat. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Update. Bis dann! Ich habe was getan.
Es ist jetzt tatsächlich mehr dunkles Braun geworden mit dem Touch Lila, als wie ich es eigentlich pur lila wollte. Aber jetzt hat es was von diesen Aubergine-Farben. Und ehrlich gesagt finde ich das auch ganz schön. Also gestehen wir zu, das Licht ist nicht optimal. Aber ja, ich glaube, ich finde das ziemlich geil. Warten wir mal, wie es morgen bei Tageslicht aussieht. Hoffentlich scheint morgen auch ab und zu mal die Sonne, weil am Geburtstag hätte ich das natürlich schon gern. Aber ja, also ihr seht nicht immer mal wieder das Lila schimmern und das ist schon ein Effekt, der mir auch gefällt. Muss ich gestehen. Und ja, vielleicht entweder schaue ich mal, ob ich eine Weile dabei bleibe oder ob ich, wenn die Tönung jetzt rausgewaschen ist, mal ein eindeutigeres Lila ausprobiere. Auf jeden Fall. Ich bin gerade sehr geschockt, dass ich es wirklich einfach gemacht habe. Also ich habe gestern die Farbe bestellt über Saskia, weil da kam das innerhalb eines Tages an. Ich muss sie dann auch morgen definitiv noch stylen, weil sie sind jetzt geföhnt und ja, sie sind gerade auf der Länge, wo sie dann unten auch so nach außen abstehen. Und ich hasse das. Das hasse ich wie die Pest. Aber naja, mal sehen. Es lässt sich noch was machen und morgen dann vielleicht ein paar Löckchen rein. Ja, ich, hui. Jo. Was sagt ihr? Ihr werdet mich jetzt ein paar Mal so sehen. Außerdem habe ich heute ein Paket bekommen. Und ich wüsste nicht, was ich bestellt habe. Weshalb ich mir jetzt gesagt habe, bis morgen halte ich es aus. Ich mache es jetzt nicht auf. Und dann mal schauen. Eventuell ist ja irgendwie was drin, was eine Geburtstagsüberraschung ist. Und dann werde ich halt mal sehen, was ich drin finden werde. Und ihr dürft es mit mir gemeinsam auspacken. Außerdem hat mir Saskia schon angekündigt, dass sie mir einen Geburtstagstisch bereitstellt. Das ist so süß. Ich freue mich jetzt schon, weil ja, das gab es bei mir früher auch immer. Und Saskia dann so: Ja, aber ich verpacke das jetzt nicht großartig, ne? Es sind nicht so meine Verpackungskünste. Und ich so, das ist voll in Ordnung. Früher waren meine Geschenke auch eigentlich nur an Weihnachten mal verpackt, aber selbst dann nicht mal immer. Am Geburtstag war es tatsächlich irgendwie ein Geburtstagstisch, der halt die Geschenke aufgereiht hatte. Und ja, es. Mal sehen. Ich nehme euch auch damit und freue mich einfach. Jetzt riesig auf morgen. Ich werde vor allem eine Schnapszahl. 33 Jahre. Ich finde es super geil, was sich jetzt einfach so in diesen letzten 3 Jahren getan hat. Ich habe diese Möglichkeit der Freiheit, die Corona einem gegeben hat, genutzt, um zu mir zu finden, zu mir zu stehen und ja, Wege zu gehen, Träume zu verwirklichen. Und es läuft. Und ich bin einfach glücklich. Und ja. Wenn jetzt noch kaum Kosten kommen bei der Zahnbehandlung, wäre ich noch glücklicher. Ansonsten werde ich mal schauen. Seit gestern bin ich auch so, ich weine noch mehr, weil mir wurde gesteckt, dass es eine Zelda-Version der Switch OLED gibt. Und ich so, oh Scheiße, ich will doch eigentlich noch eine Switch, die halt auch die Joy-Cons hat. Weil ich manche Spiele auf der Lite gar nicht spielen kann. Und das ist halt voll schade. Und diese Zelda-Version sieht so schön aus. Naja, jetzt werde ich erstmal noch ein bisschen lesen. Und später dann werde ich bei Adberichka in den Stream reinschauen. Heute wird, glaube ich, Sims gespielt. Gestern hat sie Plan im Koop gespielt. Ich habe nur das Ende mitbekommen, aber es war so süß. Und heute war ich auch einkaufen und habe für ein Kichererbsen-Curry mit Blattspinat Sachen eingekauft,
darauf bin ich gestoßen über Kupferfuchs, die virale TikTok-Rezepte immer mal wieder probiert. Und das ist so ein One-Pot-Gericht und es sah so unfassbar lecker aus. Beiden, also ihr und ihr Mann Philipp Steuer, hat es super geschmeckt und ich habe so Bock drauf und meine GästInnen auch. Und ja, ich freue mich einfach auf morgen. Es gibt nämlich auch Brownies mit Vanilleeis. Und wie er meinen Zahn muckt. Und wenn ich nur ein Stück esse, aber ich möchte bitte Brownie mit Vanilleeis. Okay? Okay. Bis später. Es ist Mitternacht. Das heißt, ich bin jetzt 33 Jahre alt. Ich freue mich. Ich finde es total cool. Als Zahl einfach schon. Und ja, ich hätte nicht gedacht früher, dass ich mal eine Zeit erlebe, in der ich mich wirklich auf meinen Geburtstag freue und einfach mich auch darauf freue, auf meine eigene Art und Weise ihn zu verbringen. Und ja, und mir wurde verboten, also gestern wurde mir verboten, heute noch in die Stube zu gehen. Es ist nicht mehr heute von gestern aus, deshalb nehme ich euch jetzt mal mit. Ich zeige euch das mal. Also die Blumen sind von mir. Aber und eine Dackelkarte. Und auch cool. Eine Katzenkarte. Und natürlich beste Schokolade. Beste Schokolade. Aber auch dieses. Ich mache gleich das Beutelchen auf. Aber dieses wunderschöne Porträt an. Für das andere muss ich euch kurz anders in die Hand nehmen. So. Hallo. Es ist noch dieses Säckchen dabei. Und hier steht drauf World of Dice. Würfeln. Warte, ich brauche einen, der nicht so viele Kanten hat. Ich werde versuchen, euch das in einem Foto noch mal richtig gut zu bringen, zu zeigen. Also hier bei dem einfachen Sechswürfligen kann man es noch am besten sehen. Und tatsächlich seht ihr es so besser als ich. Ah, auch nicht ganz. Aber, oh mein Gott, sind die cool. Das sind kleine Dumbo-Oktopoden. Jetzt muss ich, jetzt, spätestens jetzt muss ich Pen and Paper spielen. Und, also ich tue die jetzt erstmal verpacken, damit ich sie nicht versehentlich verliere. Wie gesagt, Fotos folgt gleich. Ich habe aber auch noch dieses Paket erhalten und ich habe keine Ahnung, was es sein könnte und werde deshalb da jetzt mal reinschauen. Doch, was es ist. Ich habe es bestellt, gebraucht. Und habe es komplett vergessen, dass ich es mir bestellt habe. Ich habe mir die Upstairs House von Julia Fine bestellt. Und das ist ein bisschen ein Women in the Attic Gothic
Horrorbuch. Und ich hatte das schon so lange im Blick und habe es dann günstig gesehen und dachte mir, okay, jetzt darf es einziehen mal. Und es ist floppy. Was will man mehr? Und ich werde es trotzdem auf meinen Gabentisch mitlegen. Es ist jetzt der nächste Tag von meinem Geburtstag und wir haben sozusagen Montag, den 3. April und ich habe mir gedacht, ich beende den Vlog, damit es auch mal ein etwas kürzerer wird. Vor allem auch, weil ich jetzt einfach gerade auch sagen kann, ich bin gerade innerlich so zufrieden und so glücklich und ich bin so dankbar für die Menschen, die ich in meinem Leben habe. Und ja, ich finde, das ist einfach ein großartiger Abschluss. Und von daher möchte ich mich natürlich verabschieden. Ich will euch aber noch ein bisschen zeigen, was ich gestern bekommen habe. Ich habe euch ja ein paar Sachen schon gezeigt, aber da ich jetzt tatsächlich noch nicht weiß, wie die Bildqualität ist, so mitten in der Nacht, möchte ich euch das nochmal bei Tageslicht zeigen, weil es sind teilweise so coole Sachen. Ich meine, schaut es euch an. Es ist, das ist noch besser. Es ist wundervoll. Und das ist auch auf einer Seite aus einem tatsächlichen Buch gedruckt. Oben steht auch Etikette for Ladies. Ich wollte es irgendwie automatisch Französisch aussprechen. Und eine Freundin, die gestern da war, meinte ganz korrekt, es gibt so Finishing Schools, Gail Carriger Vibes auch ab. Und falls ihr Gail Carriger nicht kennt, das ist eine Steampunk, Urban Fantasy, Novellenbuchautorin. Und ich habe viel Spaß mit den Büchern gehabt, zumindest mit dieser Soulless-Reihe und der Finishing School ebenfalls. Mit der Prudence-Reihe habe ich noch ein bisschen meine Probleme, habe jetzt aber spontan, warum auch immer, Bock, vielleicht den zweiten Band dann doch mal demnächst zu Hand zu nehmen. Vielleicht schafft es ja die Dame hier auf diesem Bild. Eine kleine süße Dackel Happy Birthday Karte. Ich meine, oh my god. Kommt von Saskia. Passt. Saskia und Dackel, Hunde generell. Dann einmal Sorted Caramel, weil Mums.
und Hallornkugeln, weil Doppelnoms sowieso OG. Eine Karte mit einer coolen Katze. Da steht drauf, Duschblick behalten. Ich glaube, die werde ich über meinen Arbeitsplatz hängen. Dann habe ich noch von einer Freundin. Ich zeige euch erst die Geburtstagskarte, weil die ist auch so wundervoll. Und on theme. Na? ja, und sie hat so was Schönes reingeschrieben. Also mir fehlen fast die Worte. Es ist eine Freundin, die ich durch Zufall 2021 beim Pokémon Go Festival kennengelernt habe. Und wir haben instant connected und wir hatten zwischendurch mal eine Phase, die wir jetzt aber zu einem großen Teil überwunden haben. Beziehungsweise wir haben generell diese Phase überwunden und haben dadurch ein paar Themen entdeckt, die wir immer wieder aufgreifen. Das trifft es eher als größtenteils. Und es ist einfach so, wir können über die spannendsten Themen reden, sei es philosophische, sei es gesellschaftliche, sei es feministische. Und sie hat nochmal einen ganz anderen Ansatz, weil sie Philosophie studiert und super Denkstrukturen hat. Und wir aneinander wachsen und miteinander wachsen. Und das macht einfach so viel Freude. Und sie hat mir auch ein Buch geschenkt, das ihr viel bedeutet und das ich schon länger auf meiner Wunschliste hatte. Und das ist jetzt frisch auf Deutsch übersetzt worden, ne? Von Miranda Fricker, Epistemische Ungerechtigkeit, Macht und die Ethik des Wissens. Und das ist ein Buch, das sie viel für ihren Bachelor auch verwendet. Und generell ist es etwas, was mich so interessiert. Und ich würde euch den Klappentext einfach mal vorlesen. Das Wissen und Macht einander beeinflussen und durchdringen, dass sie sich wechselseitig verstärken oder blockieren können, ist keine neue Einsicht. Umso erstaunlicher ist, dass die Philosophie sehr lange gebraucht hat, um die ethischen Konsequenzen für unser Erkenntnisleben genauer unter die Lupe zu nehmen, die sich insbesondere aus mächtigen Vorurteilen und Stereotypen ergeben. In ihrem wegweisenden Buch, das mittlerweile als ein moderner Klassiker gilt, nimmt sich Miranda Fricker diese Aufgabe an. Sie erschließt eine für Wissensgesellschaften hochaktuelle Form der Ungerechtigkeit, die sowohl die Menschlichkeit der Betroffenen als auch unsere geteilten Praktiken des Erkennens massiv bedroht. Ja, mehr muss ich dazu nicht sagen. Hochspannendes Thema. Dann habe ich noch ein Buchgutschein geschenkt bekommen, worüber ich auch sehr dankbar bin. Und das Coole ist, hier sind Samen. Das heißt, ich kann die Karte einpflanzen und bekomme noch Blumen daraus. Das ist mega cool. Habe ich mich auch sehr gefreut. Und ansonsten habe ich meine Würfel geschenkt bekommen. Ich habe euch die ja dann schon gezeigt. Da sind kleine Oktopoden drin. Das ist so cute. Ich weiß gar nicht. Man kann es leider echt schlecht in der Kamera sehen. Und was wir dann gestern noch gemacht haben, wir haben für Pen and Paper Charaktere erstellt. Zumindest damit angefangen. Und ich habe mir jetzt ein Notizbuch rausgesucht, in das ich meine so Grundwerte und dann halt auch meine Einkaufsliste und einfach so, was passiert, wie das meinen Charakter beeinflusst. Auch meine Background-Story möchte ich dann. Ich habe mir vorne eine Seite freigelassen, um vielleicht entweder ein Bild aus dem Internet zu suchen oder mich vielleicht auch selbst an einer Zeichnung zu versuchen. Das weiß ich noch nicht, ob ich da wirklich schon fähig genug bin. Und hier sind halt so die ersten Dinge, die wir gemacht haben. Ich habe es die Basis genannt. Und dann ist auf der nächsten Seite die Einkaufsliste, 200 Euro Budget. Wir werden nämlich erstmal ein One-Shot in der Welt von Cthulhu spielen. Und ich bin so gespannt. Vor allem bin ich gespannt, wann die erste Person wahnsinnig wird. Und ich habe mir gedacht, oh, ich wäre unfassbar gern natürlich eine Bibliothekarin oder sowas in der Art mit Büchern halt generell. Und dann habe ich so, also es hat sich nur eine für einen Beruf direkt schon entschieden und mein Partner meinte auch so, okay, das könnte mich interessieren. Und ich weiß nicht, wie die letzte sein wird, aber ich dachte mir,
Ohne eine Person, die medizinische Kenntnisse hat, sind wir ziemlich schnell Fakt. Deshalb bin ich jetzt Ärztin. Ich werde auch non-binär sein oder vielleicht genderfluid, das weiß ich noch nicht. Aber eins von beiden. Und ja, ja, hab Bock drauf. Also, das macht Spaß. Und ja, einfach so dieses... Muss ich mir doch mal einen Schluck meines Kaffees nehmen. dieses Feedback, diese Gesellschaft, diese Beziehungen, die ich habe, das gibt mir so viel und macht mich so happy. Und ja, das wollte ich noch mit euch teilen. Und jetzt trinke ich einen Schluck meines Kaffees und verabschiede mich von euch. Wie immer, behaltet den Regenbogen am Herzen, die Toleranz im Kopf. Tschüss.